Beatrice Egli ist der neue Schlager-Superstar. Im Stichwort-Interview lernen wir nun die junge Schweizerin mal ein bisschen näher kennen. Glück. Glück ist für mich nichts Selbstverständliches und ich versuche jeden Tag das Glück zu sehen. Und für mich ist das Leben und die Gesundheit Glück. Lampenfieber. Lampenfieber, das habe ich vor jedem Auftritt. Und es begleitet mich zum Glück momentan fast jeden Tag, weil ich ganz viel auf der Bühne stehen darf. Und ich genieße das Lampenfieber. Ich brauche diesen Kick auch. Süßigkeiten. Mein kleines Schöckeli in der Tasche, das habe ich immer dabei und brauche ich auch jeden Tag ein bisschen. Familie. Familie ist mir das Allerwichtigste und gibt mir so den Halt in meinem Leben. Und ich liebe meine Brüder, meine Mama und meinen Papa über alles. Heimat. Heimat ist für mich die Schweiz, wo ich geboren bin, wo ich aufgewachsen bin und gehe immer gerne in die meine Heimat und bin gerne zu Hause und gehe auch immer gerne wieder. Leidenschaft. Alles, was ich mache, mache ich mit Leidenschaft, sonst lasse ich es lieber bleiben. Ich bin leidenschaftlich gerne auf der Bühne, also da brenne ich und da gehe ich auf und meine Leidenschaft liegt beim Schlager und ja, für mich ist Leidenschaft so der Kern der Sache, egal was ich mache. Stress. Also ich habe ja lange mit meinen Eltern, seit Kind, immer gearbeitet in der Metzgerei und auf Catering. Das ist Stress. Schutzengel. Von einem Auftritt sage ich immer wieder, liebe Schutzengel, beschütze mich auf der Bühne, dass alles gut geht. Und ich gab schon auch Momente im Leben, wo ich gemerkt habe, da war irgendein Engel, der mich gerade beschützt hat. Fans. Sie verpassen mir immer wieder eine Wahnsinnsgänsehaut und ich erlebe momentan die schönsten Momente eigentlich mit meinen Fans. Mode. Ich liebe es, Kleider zu kaufen. Ich habe einen Megatick. Ich habe, weiß nicht wie viele, High Heels, 100, 200 High Heels. Ich liebe High Heels. Hab mir aber jetzt letztens Turnschuhe gekauft, weil ich so viel unterwegs bin. Shoppen, das ist echt. Ich brauche keine Marken, mir ist es immer egal, von wem es ist. Aber Kleider kaufen und Schuhe kaufen, tolle Sache. Spitzname. Zwergli, weil ich so klein bin, dann nennen sie mich immer Zwergli. Beatrice Egli hat in kurzer Zeit die Herzen vieler Fans erobert. Aber auch Beatrice Egli ist Fan von Andreas Gavalier. Und darum haben wir Andreas Gavalier zum Sommerfest heimlich eingeladen, um Beatrice Egli zu überraschen. Ich will dich jetzt und je für immer. Ich will den Ball. Es ist eine Freude, ihr zuzusehen, schon bei den Proben. Alle wollen jetzt Schlagerprinzessin Beatrice Egli singen hören. Ihr Terminkalender ist übervoll. Ich kann nicht die ganze Probe bleiben. Ich habe noch einen Auftritt in Frankfurt. Ich fliege kurz nach Frankfurt und komme dann zurück zur Live-Show. Nachdem Beatrice abgereist ist, wollen wir heimlich unsere Überraschung proben. Donnerstagabend, 23 Uhr. Die wird sich wirklich freuen. Und ich freue mich auch. Samstagabend, kurz vor der Show, ist Beatrice zurück in Graz. Für die Schweizerin werden heute Abend gleich zwei Träume in Erfüllung gehen. Aber davon weiß sie zu diesem Zeitpunkt noch nichts. Ich bin extrem nervös, aber voller Freude, weil das wünsche ich mir schon ganz, ganz lange, da zu stehen. Und kann es kaum erwarten, dass es losgeht. Aber bin gerade froh, dass ich in der Maske noch ein bisschen runterkommen kann, weil es kribbelt schon alles im Bauch. Klammheimlich wird Andreas Gavalier zur Halle gebracht. Niemand soll ihn sehen. Daran könnte ich mich gewöhnen. Der 28-Jährige ist ein echter Spaßvogel und lebt in Graz. Jetzt ist alles sehr geheim da. Mich haben natürlich auch da in der Steiermark sehr viele Zeitungen darauf angesprochen, warum ich nicht dabei bin. Das kann doch nicht sein. Florian Silber ist in Graz und du bist nicht dabei. Tja, ich habe gesagt, ist so, es wird ein anderes Mal passen. Jetzt hoffe ich auch, dass die Überraschung für Sie gelingt. Hier ist Beatrice Egli. Während Beatrice die Bühne betritt, wartet Andrea schon dahinter. Hier ist Andreas Gavalier. Die Schlagerprinzessin ist hin und weg. Ein Traummann, der Geschenke bringt, da scheint das Glück perfekt.
Doppelgold für die Schweizerin. Für mich war das mega speziell und ein einzigartiger Moment gerade. Ich bin gerade noch ein bisschen sprachlos. Ich habe gerade Gold gekriegt und durfte vor so tollen Menschen auftreten, durfte bei Florian sein, durfte Andreas treffen. Die Leute haben so getobt, dass ich noch länger singen durfte. Also für mich einfach ein glücklicher, toller Abend, den ich nie vergessen werde. Und so sind sie sich plötzlich ganz nah. Die Schweizer Schlagerprinzessin und der Volksrock'n'Roller aus Österreich.